Jeder gute Unternehmer, jeder Politiker, Redner, Verkäufer, Künstler, Sportler und so weiter hat gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Er weiß, dass es immer drei Gruppen gibt. Eine Gruppe wird ihn und seine Produkte ablehnen. Die zweite Gruppe kann sich nicht entschließen und tut schließlich gar nichts. Und die dritte Gruppe nimmt ihn an bzw. kauft. Ganz gleich, was sie tun, sie werden immer diese drei Gruppen finden. Das liegt nicht an ihrem Produkt und es liegt auch nicht an ihnen. Es liegt ganz einfach in der Natur der Menschen. Sie sollten eine Ablehnung darum niemals persönlich nehmen und auch nicht an ihrem Produkt zweifeln. Wir dürfen es den Negativlingen nicht erlauben, uns zu verletzen und uns zu schaden. Es gibt Menschen, die versuchen werden, sie zu verletzen. Sie tun dies gewissermaßen, um zu beweisen, dass sie recht haben. Lassen Sie dies niemals zu. Wir sind klug genug, um zu wissen, dass nicht jeder von uns und unseren Produkten begeistert sein kann. Es steht nicht in unserer Macht, die Menschen zu verändern. Und das ist gut so. Jeder soll seinen freien Willen haben. Aber wir haben die Macht zu entscheiden, wie oft wir eine Tätigkeit ausführen wollen und wie gut wir sie ausführen. Was den Unterschied ausmacht, sind Sie ganz alleine. Ganz speziell ist es Ihr Gefühl. Es ist Ihr Gefühl über die Produkte, Ihr Gefühl über die Firma, Ihr Gefühl über das Vergütungssystem, Ihr Gefühl über die Hilfsmittel und die Ausbildung. Ihr Gefühl über die Firmenleitung und die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, und Ihr Gefühl über den Markt. Vor allem aber macht eines den Unterschied aus: Ihr Gefühl für sich selbst. Nicht was Sie sagen macht den Unterschied aus, sondern wie Sie es sagen, und da gibt Ihr Gefühl den Ausschlag. Beide, eine durchschnittliche und eine außergewöhnliche Person, haben Verlangen, Interesse und eine gewisse Bereitschaft. Aber Gewinner haben ein spezielles Verlangen. Sie haben ein spezielles Interesse und sie haben eine spezielle Bereitschaft. Gewinner haben ganz einfach mehr Verlangen, mehr Interesse und entwickeln mehr Bereitschaft. Sie sind hungriger, lernwilliger, eifriger, interessierter und bereit zu tun, was auch immer nötig ist, um ihr Ziel zu erreichen. Gewinner haben stärkere Gründe, warum sie ihre Ziele erreichen müssen. Denn erst wenn unsere Gründe so stark sind, dass wir unsere Ziele tatsächlich erreichen müssen, entwickeln wir spezielles Verlangen, spezielles Interesse und spezielle Bereitschaft. Und dann ist es auch nicht wichtig, was die anderen sagen. Denn dann ist ihnen ihr Ziel wichtiger als die Meinung der anderen. Anfangs wollte ich erreichen, dass immer alle begeistert sind, aber das geht nicht. Denn manche haben es sich gewissermaßen zur Lebensaufgabe gemacht, kritisch und negativ zu sein. Es erfordert Mut, sich für Neues zu öffnen, und nicht jeder hat diesen Mut. Früher habe ich mich sehr darüber aufgeregt, wenn mich jemand angelogen hat. Heute weiß ich, dass ein Lügner lügen muss. Dazu ist er da. Es ist sozusagen sein Job. Ich lebe wesentlich besser, wenn ich mich damit abfinde, als wenn ich versuche, die Lügner dieser Welt zu bekehren.